Leute, heute stelle ich euch das My Screenbox Plugin vor. Dies ist ein Screenboxen Plugin, ähnlich wie auf dem GommaHD.net Netzwerk. Dieses Screenboxen Plugin unterstützt auch eine Funktion, dass jeder YouTuber seine eigene Screenbox haben kann. Das bedeutet, wenn er in eine Screenbox geht und eine Screenbox hat, dann wird automatisch seine Screenbox geladen und wenn er wieder rausgeht, ist wieder die Standard Screenbox drin. Und wenn er halt einen YouTuber keine Screenbox hat, dann wird halt die Standard Screenbox benutzt. Wir brauchen noch VoidEdit, da das Ganze mit Schematics funktioniert. Diese Screenboxen werden nämlich mit in Schematics gespeichert. Dann würde ich sagen, installieren wir uns die Plugins mal. So, ich habe jetzt beide Plugins mal installiert. Bei dem Screenboxen-Plugin bildet sich kein Plugin-Ordner. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in-game wieder. So, jetzt sind wir in-game. Wie ihr seht, habe ich hier schon etwas vorbereitet. Hier ist eine normale Screenbox. Diese Screenbox bekommt jeder YouTuber, der halt keine eigene Screenbox, sag ich mal, beim Server-Team eingereicht hat. Diese Screenbox, das ist halt sozusagen eine personalisierte, könnte man es nennen. Das ist zwar nicht viel anders, aber zum Erklären reicht's. Zum Beispiel könnte diese Screenbox ein YouTuber eingereicht haben. Und es bedeutet, wenn zum Beispiel ich die eingereicht habe, dann wird immer, wenn ich in diese Box gehe, diese Box geladen. Wenn ich rausgehe, wird wieder diese normale hier da sein. Und ja, dann würde ich sagen, erstellen wir die Screenbox. Das Plugin muss ja erstmal wissen, wo die ist. Diese Screenbox, die habe ich nur da, um nachher eine Schematik draus zu machen. Das bedeutet, weil das Plugin muss die Schematik halt dafür haben. Für diese Screenbox, die braucht man dann eigentlich nicht, die können wir ja dann auch eigentlich wegmachen und das reicht, wenn man dann die hat. Genau, das Plugin arbeitet mit Schematics. Deswegen braucht man natürlich auch VoidEdit und natürlich das Plugin an sich. Ich stelle mich jetzt mal hier auf diesen Block hier vor der Screenbox und dann gebe ich ein /jt-setbox, dann gebe ich dir eine ID 1. So, jetzt habe ich die Box 1 gesetzt, bekomme ich einen Kopf ins Inventar. Diesen setze ich jetzt mal sozusagen als Join-Schild. Ich setze ihn jetzt mal hier hin und dann kann man dort nachher, wenn man da draufklickt, in die Box join. Jetzt müssen wir erstmal ein Hologramm für die Box festlegen, zum Beispiel hier JT, Z, Holo und dann 1, also die ID für die, von der Box, in meinem Fall 1. So, und dann noch hier noch einen Spawn setzen, JT, Z, Spawn und dann 1 für die erste Box. So, und jetzt muss noch die Position gesetzt werden. Da stelle ich mich einfach hier davor, gebe ein /jt-set-position und dann die ID der Box 1 und dann rotate, also das bedeutet, ob diese Box gedreht ist. So, rotate 0. Und ja, dann haben wir die Position gesetzt. Das Plugin braucht noch eine Schematic-Datei für die Standardbox, denn wenn es diese nicht hat und ich jetzt in diese Screenbox reingehe, dann wird zwar meine Box hier geladen, aber wenn ich rausgehe, bleibt diese Box hier. Ich brauche diese Standardbox, dass dann weiß, also sieht die Standardbox aus und wenn ich dann rausgehe, wird die Standardbox geladen. Also, jetzt tun wir diese Standardbox halt erstmal markieren mit VoidEdit, ganz normal hier den Boden auch mit markieren, bis ganz hier oben. Wir brauchen hier aber noch, wie ihr seht, einen Block. Weil die Box geht bis hierhin, aber wir haben hier nichts zu markieren. Dann setze ich einfach hier einen Holzblock, mache hier Rechtsklick, kann den dann noch wieder wegwachen, den brauchen wir auch nicht mehr. Und dann muss ich wieder hier hinstehen, wo wir vorhin standen, muss eingeben /copy und dann /schematic save und dann müssen wir das als Standard safen. So, jetzt ist das als Standard gesaved. Das können wir eigentlich auch so benutzen. Ich kann auf den Kopf klicken, dann gehe ich rein, dann steht hier derzeit in der Box, Manogan und 0 Sekunden Wartezeit. Jetzt bin ich in der Box, kann ich mit BL auch wieder verlassen und dann bin ich draußen. Ich kann es jetzt auch so benutzen. Aber jetzt will ich euch noch zeigen, wie es geht, zum Beispiel, dass ich als YouTuber eine andere Box habe. Dazu gehen wir einfach hier hin, markieren uns diese Box wie die andere, hier einfach markieren, bis hier oben wieder, setzen hier wieder einen Block zu markieren und ja, hier auch wieder markieren und dann wieder kopieren. Natürlich müssen wir dann wieder hier unten stehen, wie bei der anderen Box, /copy und dann /schematic save und dann mein Spielername, ich heiße, sondern wurde diese Box als Manogan gesaved. Das bedeutet, das Plugin weiß, diese Box gehört Manogan. Also ihr seht jetzt diese Box, das ist die Standardbox. Wenn ich jetzt hier reingehe, dann steht da, dass ich derzeit in der Box bin und wenn ich mich nach hinten umdrehe, sehe ich, dass diese Blätter hier sind. Die waren vorher noch nicht da, wo die Standard-Schematik drin war und meine Schematik noch nicht da war. Und wenn ich diese Box jetzt wieder mit /bl verlasse, seht ihr, die Standard-Schematik wird geladen und die Blätter sind weg. Und wenn ich hier reingehe, dann sind die Blätter wieder da. So, jetzt gehen wir mal raus. Ihr könntet diese Box jetzt hier einfach, die hier neben dran ist, auch löschen. Also indem wir hier markieren, bis hier oben,
ja, wir müssen hier wieder setzen. Ist ja egal, in welche Richtung wir jetzt markieren. So, und dann set set 0. Weil es ja eine Schematik. Das bedeutet, die Schematik-Datei, die ist ja auf euren Server gespeichert. Dort ist ja gespeichert, wie es aussieht. Und dann ist es ja eigentlich eure fertige Screenshot-Box. Da müssen wir nicht mehr viel machen. Ja, und dann war es jetzt eigentlich schon von dieser blanken Vorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über ein Like und ein Abo freuen. Und ich sage, ciao Leute, haut rein.